Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin Elysian Tale. Und wir haben mal wieder einen neuen Wettbewerb gefunden. Gucken wir mal, welcher das ist. Oh, Nummer 3 sogar. Und dann gehen wir mal gleich hier hin. Und können... Achso, da können wir die Prüfung ansehen. Also 6000 brauchen wir für diesen Wettbewerb. Dann mal los. Und runter. Autsch, das war nicht im Sinne des Erfinders. Hoch, hoch. Das hier ist wohl nur eine Kletterpartie, bei der ich es gerade ordentlich vergeige. Autsch, ja. Komm, hör auf zu brennen. So. Zeit ist schon abgelaufen, Bonuszeit. Das macht mir aber nicht so viel. Wir haben über ja, 5300, also 3 Sterne kriegen wir mindestens bei jedem Ding zusammen. Gut. Was gibt es als Belohnung? Eine Spektralweste, die haben wir ja schon. Und raus hier. Und den schnellen Weg nach unten. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die 3. von 6 Herausforderungen gemacht. Ich guck mal kurz. Nein, hier gucke ich das nicht, sondern hier. Ja, die 3. von 6. 3 Sterne jeweils. So. Damit wäre das Gebiet hier abgeschlossen. Abgesehen davon, dass wir nicht die volle Punktzahl erreicht haben. Bei dem Wettkampf. Koras Hütte steht leer. Leider. Kurz speichern. Und noch ein paar Monster verhauen. So. Die noch ausschalten. Und dann geht es jetzt wieder ab auf die Übersichtskarte. Und ja, Lichtung 100%. Sorgenwiese, Schwarzmoorberge. Ja, im Wald fehlt uns noch viel und hier im verborgenen Hain kommen wir ja nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, wir gehen über die Sorgenwiese wieder in die Berge. So. Ja, und von hier aus müssen wir dann wohl weiter. Ich glaube, wenn wir hier ein Stück weiter gehen, bekommen wir die nächste Zielmarkierung wahrscheinlich. Wenn wir hier rausgehen. Ja, genau. Zwischensequenz. Neue Gegner und alte Gegner in neuer Aufmachung. Und Häschen. Oh, was seid ihr denn für welche? Ihr seid ja aggressiv. Aber ihr gebt einen Haufen Erfahrung. So. Weg mit dir. Und mir gefällt die Landschaft hier sehr gut, muss ich sagen. Ich mag ja Schnee. Andere Richtung. Kommst du her? Nein, das wollte ich nicht.
Okay, die Gegner hier sind ziemlich schwierig zu treffen. Das macht es aber auch zu einer Herausforderung. Und euch kennen wir ja. Euch haben wir gerade eben schon besiegt, aber... Oh, ihr scheint stärker geworden zu sein. Und gibt dementsprechend auch viel mehr Erfahrungspunkte. Hier geht's nicht weiter. Da oben geht's auf jeden Fall weiter. Ah, da wollen wir erstmal nicht hin, weil hier ist eine Truhe. Hm? Gucken wir mal, was bietet uns diese Truhe an. Mal wieder ein Bauplan und Eiscreme. Ja, das macht Sinn, hier Eiscreme zu finden. Und hier zerbröselt alles. Brösel, 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 Brösel. Brösel, Brösel. Cool. Und mal wieder eine Notiz. Unheimliche Biegung. Ich habe diese Klettertour nur einmal unternommen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals dorthin zurückkehren möchte. Ich hatte das Gefühl, dass etwas in meinen Augen nicht stimmt. Es war so tückisch und starr. Oder war es stückig und bizarr? Okay. Schlechter Wortreim. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es auch da oben lang weitergehen muss. Anhänger der Schönheit und irgendein neues Materialdienst. Na, ihr seid schon ein bisschen stärker als eure Verwandten unten im Tal. Also jedenfalls haltet ihr mehr aus, aber mehr könntet ihr trotzdem nicht. Genau, ich hau euch weg wie alles andere auch. Aber die Sicht wird langsam etwas schlecht durch den Schneesturm. Wow. Und der Schnee treibt mich weg. Das ist auch nicht nett. Und eine Lawine, hä? Lawine? Looks like the snow hasn't fully settled yet. We should be careful. The slightest wrong move could set off another avalanche. Genau. Don't look at me. You're the one who can't fly. Ja, Fidget. Yes, but you're the one with the big mouth. Oh Gott, da hat er gut gekontert. Hey! Gleich kommt noch eine Lawine. Boah, das war knapp. Sehr schön. Haben wir damit einen Weg freigeräumt? Nein. Hm. Okay. Händler. So, the great traitor has finally found everlasting peace. Er meint wohl Cain, oder? The great traitor? You're talking about Cain? My kind does not utter his name. His actions ended many innocent lives, and while his spirit may be absolved now, we remember only his life and the tragedy it wrought. Yeah. He seemed truly remorseful for his actions. Perhaps he was. Perhaps we were to accept his remorse. This would not bring my family back. Let us not dwell on his wicked actions any more than we must. Ja, allerdings. So, Verkaufsmodus. Und zwar will ich neue Sachen verkaufen, die ich gefunden habe, nämlich Wolfsfell. So, das ist das einzige Material. 6 Stück fehlen noch. Hm. 36 habe ich bereits. Ja, dürfte hinkommen. Hast du was Interessantes zum Kaufen? Nur Ringe?
Schleimpanzer brauchen wir nicht. Spektralwesten verkauft er nicht. Was Besseres für unsere Waffe auch nicht. Nö. Geburtstagskuchen. Eiscreme hat Verbrennungen. Your transaction is thank you. Ja. Ey, das hier sieht cool aus. Bisschen dekadent sogar, fast schon. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es hier oben weitergeht. Bin ich aber schon weiter? Bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Scheinbar ja. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt muss ich durch den ganzen Schnee wieder zurück. Entschuldigung. Ich dachte nämlich, hier wäre noch was. Und tatsächlich, hier ist noch was. Ein Schlüssel. Da hinten ist, glaube ich, auch noch was, weil der Kreis ist immer noch da. Es ist noch kein Punkt da, also ist hier noch was. Aber ich denke mal, da kommt man nur mit einem Wall oder einem Double Jump hin, da hinten in der Ecke. So was gibt es garantiert in dem Spiel auch noch. Wow, wow, easy, easy. Easy. Wow. Also ja, der Wind hier ist garstig. Well, I see a way up, but I won't be able to reach those ledges without some help. Yup. Let's look around. Maybe we'll find another way to tackle this cliff. Genau. Solche Orte meine ich. Ich denke mal, da muss ich hier durch. Und den Weg weiter, da finde ich mein nächstes extra. So, das Geld einsacken. Ach Gott, hier schon wieder. Für euch muss ich auf andere Geschosse umswitchen. Oder ich jage mich einfach so in die Luft. So. Genau. Ah, Gegner. Eine eine Bombe, die explodiert ist. Eine zerbrochene Kette, Mist. Ja, egal. Ich kann euch auch mit einer kleineren Combo töten. Die 1000-Hit-Combo habe ich ja schon hinter mir. Ah, wieder mal umschalten auf den Flammenstrahl. Und ihn die Hölle heiß machen. Sie dürften dann gut schwitzen in ihren Daunenjacken. Wo kriegen sich die hier überhaupt Daunenjacken her? Ah, noch mehr Wolfspelz. Sehr schön. So, einmal Flamme für euch. Ah, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist der andere Wolf? Da. Und du machst dich auch nicht aus dem Staub. So. Jetzt weiter hier hoch. Nicht einfach mal in die Luft jagen. Und dann gucken wir hier weiter. Hier können wir ja durchschlittern. Wow. Das war alles können. Nein, das war Glück. Slider ich da mitten in die Gegner rein. Hey, Levelaufstieg. Verteidigung erhöhen. So. Hm. Save Point. Die Bomben in die Luft jagen. Und was jetzt? Au. Wer bist denn du? Na, du scheinst einfach zu besiegen zu sein, weil du nichts machst, wenn ich dich haue.
Wer auch immer du bist. Yeah, take that. Was auch immer das war. Mimi. Don't hold back, Fidget. Halt dich nicht zurück, Fidget. Ja. Gut. Ich denke mal, ich mache hier erstmal wieder einen Cut, bevor wir die neue Fähigkeit aufsammeln. Also bis gleich.